Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Fables 4, die Schattenwelt. Hier ist Sabine, die Cat. Und wir gehen oben mit zu der Lampe her. Mit dem Lumpen holen wir uns die dritte Glühbirne raus. Dann gehen wir zu der Lichterkette her. Fügen die drei Glühbirnen ein. Und den Symboltipp. In der Reihenfolge, wie die jetzt aufgeploppt sind, müssen wir die wieder anklicken. Und 3. Dann haben wir die erste Zahl, die 9. Die 6. Und die 0. Dann haben wir die Frequenzeinstellung, gehen rechts. Besser gesagt, zum mittig her, zum Radio. Fügen den Knopf ein. Und die Frequenzeinstellung. Wir brauchen jetzt einmal den rechten Knopf. Und einmal den linken Knopf. Agatha, it's me, Hans. You must find the Fidelis Hedron and open the portal. Go to the old castle. Oh no. They found me. I have to. I know the way to that castle. My car is outside, but I don't feel so well. Perhaps you can drive? Oh no. The gate won't open. Here, this key unlocks the trunk. So, und jetzt muss ich mich ganz kurz entschuldigen. Ich habe das Stück jetzt separat nochmal eingefügt. Ich habe nämlich hier ein Puzzlestück übersehen. Und zwar ist das hier oben auf der rechten Seite. Die Errungenschaft sollte eigentlich ganz zum Schluss aufploppen. Ich habe das Spiel nochmal komplett durchgespielt, um das Puzzlestück zu finden und euch zu zeigen. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen. Und ja, dann geht's jetzt noch weiter. Voll das freche Eichhörnchen. Gut, wir schnappen uns hier mal die Stange. Dann reden wir mit dem netten Herrn. Beziehungsweise. Neuigkeiten des Archäologischen Amts. Die Promotionsprüfung von Herrn Günther Schmidt findet am Montag um 18 Uhr in der Kapelle statt. Er stellt seine langjährigen Forschungen über die lokale Legende vor unter dem Titel Das andere Reich. Die Veranstaltung ist öffentlich. Dann nehmen wir uns den Axtgriff mit und die Handschuhe. Gehen zum Baum hierher. Mit den Handschuhen können wir die Dornen zur Seite geben. Kriegen Hexagon Teil 1, nehmen uns den Axtkopf mit und den neuen fügen wir ein. Damit können wir jetzt gleich mal den Baum fällen und ab geht's auf die andere Seite zum nächsten Wimmelbildspiel. Ach ne, wir müssen jetzt erst über den Baum drüber. So ein kleiner Balanceakt.
So, wir brauchen Nüsse und Beeren, 12 Stück. Fangen wir mal an hier hinten. So, eine hohle Nuss fehlt uns noch. Hier, die Heidelbeeren waren's. Dafür gibt uns das nette, liebe Eichhörnchen den Schlüssel. Gehen zum Auto, sperren uns mal den Kofferraum auf. So, ganz wichtig, das nächste Sammlerobjekt hier auf der linken Seite, die nächste Puppe. Und die Kette. Drehen das Auto um. Montieren vorne die Kette. Und den Haken am Gitter. Dann ab mit uns ins Schloss. Why isn't it open? The headron must be inside. My head. Not now. Wir holen uns jetzt mal das nächste Puzzleobjekt. Das ist hier. Dann gehen wir zur Kanone her. Kriegen wir ein Fensterfragment Nummer 1. Gehen zum Brunnen. Kriegen wir Monster Nummer 1. Rechts zum Tor her. Nehmen das Warnschild mit. So, das boshafte Eichhörnchen. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Wieder hierher. Ins Eichhörnchennest. Diesmal brauchen wir die Teile fürs Wappen. Als erstes nehmen wir uns die Gabel und holen uns die Spinnweben. Die brauchen wir als Bestechung für die Kröte. Dann holen wir uns nach der Reihe die Teile. Gut, dann haben wir schon mal das Wappen. Gehen wieder rein in den Hof. Diesmal zu der linken Tür her. Mit dem Warnschild öffnen wir diese. Gut, dann schauen wir uns hier um. Hier steht mal die nächste Puppe. Und das nächste Puzzleteil ist hier beim Tisch. Hier mal Fensterfragment Nummer 2. Gehen gleich mal links zum Spiegel rüber. Da bekommen wir ein Eisenornament. Schauen wir uns rechts um. Da bekommen wir Monster Nummer 2. Die Monster können wir jetzt gleich links beim Spiegel wieder einfügen. Hurry, they're almost upon me. Bekommen das Hexagon Nummer 2. So, gehen jetzt mal raus zum Auto. Zum Kofferraum. Da fügen wir das Eisenornament ein. Dafür gibt es Dietriche und Öl. Jetzt gehen wir wieder rein in den Hof. Zu der rechten Tür her. Da fügen wir die Wappendeko
und die zwei Hexagone ein. So, dann müssen wir jetzt einfach nur drehen, bis sie passen. So, die linke Seite schaut mal gut aus. Dann geht's ab in die Kapelle. Agatha, wake up! It's me, Pamela! Pamela, we must save Hans, but I couldn't speak to him. Don't worry, I heard him through the radio. He said we can open a portal through using the Hedron here. We must do it as fast as we can. All I remember is talking with Gunther. When the nightmares came again, I saw that demonic figure. He started talking and then I heard your voice. I don't know what happened after that. Wir nehmen uns als erstes mal die Taschenlampe rechts mit, gehen hoch zur Kanzel. Da ist das nächste Puzzleteil. Den Dolch nehmen wir mit. Die Geschichte der Stadt Mittenwald. Laut alten Chroniken wurde Mittenwald von einem Ritterorden gegründet, der sich im 10. Jahrhundert im Tal niedergelassen hatte. Es finden sich keine Hinweise darauf, warum der Orden verschwand. In den Legenden heißt es, dass dieser Orden im Geheimen das Gleichgewicht der realen Welt und der anderen Welten bewahrte. Wir gehen mittig vor zum Fenster, nehmen uns den Kübel mit. Können wir hier beim Schalter noch das Öl einfügen. Zuerst nehmen wir den Wolf mit, dann ölen wir das Ganze. Gut, dann gehen wir hinaus in den Hof. Rechts zu der Statue her fügen wir den Wolf ein. Kriegen ein Amulett, gehen zum Brunnen her, gut, da können wir noch nichts machen, wir gehen wieder rein ins Museum, hier zu der Couch her, mit der Taschenlampe machen wir uns Licht, wir brauchen Engelsfiguren. Zumindest die Teile, damit wir die Engelsfigur dann zusammenbauen können. Dann gehen wir hier links her. Da fügen wir das Wolfsamulett ein, kriegen dafür einen Schild, gehen damit raus in den Hof, links zu der Kanone her, da montieren wir das Schild her, dann kriegen wir eine Schwertscheide, da kommt der Dolch rein. Gehen wieder rein ins Museum. In die Mitte hier fügen wir den Dolch ein. Jetzt müssen wir das Ganze wieder so sortieren,
dass alle Schwerter drinnen sind. Das heißt, wir fangen ganz unten auf der linken Seite an. Das hier oben. Die Mitte. Das rechts davon. Das vorletzte. Und das hier daneben. Dann kriegen wir einen Onyx-Stern und Fensterteil Nummer 3. Und den Knopf nicht vergessen. Gut, dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel vor uns. Ich schieb das mal auf die Seite. Da bekommen wir Afrika. Hier unten haben wir Amerika. Die Teile fügen wir beim Globus ein. Wir bekommen das Feuersymbol. Hier haben wir ein Geweih. Das Geweih gehört zum Hirsch. Dann haben wir eine Wolke, die fügen wir hier ein. Feuer. Und Wolke. Nehmen wir uns das Messer mit. Mit dem Messer schrauben wir hier oben das auf. Da halten wir den Kodexöffner. Den fügen wir bei dem Buch hier hinten ein. Für das Wegschließen bösartiger Seelen wurde ein spezifischer Sarkophag angefertigt. Er kann das Böse für lange Zeit einsperren. Der Hedron ist fertig und ich sollte ihn nach mir benennen, also Fidelis Hedron. Eingang zum Reich der Albträume. Der Fidelis Hedron ist der Schlüssel zum Tor. Seine Existenz wurde vor den Menschen verborgen. Der Durchgang ist geschlossen. Niemand sollte das Reich je betreten. Das nehmen wir mit, das ist ein Pomander-Schlüssel, der gehört hierher. Dann bekommen wir ein Emblem. Das Emblem gehört hier oben zum Ring. Der Ring gehört hier unten hergelegt. Der Fidelis Hedron ist der Schlüssel zum Tor zwischen den Welten. In guten Händen kann eine Quelle des Wissens sein. Der Hedron wurde versteckt, das Amulett, das ihn aktiviert, wurde über Generationen an das letzte lebende Mitglied des Ordens weitergegeben. Das M nehmen wir mit. So, jetzt gehen wir zum Hof. Zur Kapelle. Links her, da fügen wir mal den Onyx-Stern ein. So, nehmen die Statue mit. Jetzt gehen wir nochmal raus, rechts zu der Statue her. Da fügen wir den Dämon und den Engel ein. Bekommen Klaue Nummer 1. Und dann gehen wir noch zu den Fenstern. So, die brauchen wir einfach nur jetzt zusammenfügen.
So, eins haben wir fertig. Etliche Folgen noch. Dann bekommen wir 3 Symbole. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke anzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!